Herr Feldwebel, auf ein Wort. Auf ein Wort, sagte ich. Ich muss mit dir reden. Worüber? Über Diverses. Oma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Ich glaube nicht. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Ein rötlicher Fehler wäre das. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Solltest du. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ja, das ging ja einfach. Dann rede ich natürlich mit dem Stallmeister. Da, Stallmeister, der ist bestimmt im Stall irgendwo. Oder vorm Stall, von mir aus auch. Typ. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Nein. Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalm. Was? Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Ja, bestimmt. Ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Geralt, du bist ganz schön mürrisch drauf heute. Kann das sein? Der war doch eigentlich ganz freundlich jetzt, der Stallknecht. Oh, was? Auf der Fährte ist gescheitert? Wie, wo, was, wann? Warum ist seine Mission gescheitert? Was? Was ist geschehen? Auf der Fährte? Was war das für eine Mission? Nee, hallo Uma, du bist ein bisschen... Das hier ist Plötze. Komisch. Das ist Plötze, ja. Sie wird uns nach Kaer'morhen bringen. Na? Komm schon. Warum ist da gerade die Mission gescheitert, frage ich. Bin ich jetzt zu weit fortgeschritten in der Hauptmission? Das wurmt mich jetzt ein wenig. Auf der Fährte. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Mission war. Oh, Ratte! Ratte, Ratte, Ratte. Ja, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen, ne? Was zum... Das ist die Ratte. Wir Schluss müssen nach Kaer'morhen. Gehen wir. Ja, ja. So ist das halt. Lad, lad, lad. Geht's jetzt direkt nach Kaer'morhen? Da bin ich ja mal gespannt. Da war ich ja lange nicht mehr. Am Anfang des Spiels hatten wir dort einen kurzen Ausflug. Aber auch nur in Geralts Träumen. Staubt es heftig, während es regnet. Gesellschaft. Nilfgaarder Schildwasser. Na, die haben uns ja gerade noch gefehlt. Guten Tag. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Nee. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Ja, soll er doch. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Seid ihr sicher? Denkt nicht mal dran. Ich könnte euch alle umbringen, da wo ihr gerade steht. Na schön, zeig den Weg. Ach, Geralt, du alter Softie. Also geht's nach Vysimar zum Kaiser, denn er sehr auf den Geist geht. Zack, Vysimar. Düp, düp, dü, düp, düp, dü. Einen Tag und später. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglean einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Gute Idee. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Yennefer, du bist sofort. Auch hier. Stimmt, hatte sie ja erwähnt, glaube ich, dass sie hierher geht.
Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Er verbeugt sich auch. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Schön, berichte ich halt. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ganz richtig, ja. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität. Du kannst auch nur meckern, oder? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Nee, das hoffe ich für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Unterbrich mich ruhig. Diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hey. Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Oha, das ist eine schwere Bürde. Ja, ja. Befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. First World Problems. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. So sieht's aus. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Du erscheinst auch nicht sehr nützlich, auch wenn du offenbar manchmal beschäftigt bist, Arschfresse. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. So sieht's aus. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Mafail Elaine Ketmilfolin. Gledith Dorn Etneid Bundro Itne Iacus. Ganz genau. Das wollte ich die ganze Zeit sagen, aber ihr habt mich ja nicht ausreden lassen. Gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht. Fick wenn dich. Auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Ich bring dir Ciri aber nicht, das weißt du, oder? Gut, muss er aber nicht wissen. Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Oh, die Audienz, der feine Herr. Ciri werde ich ganz sicher nicht zu dir bringen, es sei denn, sie will das. Dann, ja. Aber erst muss ich sie finden und dann reden wir mal. Stapf, stapf, stapf. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Da wollte ich eh hin. Oh, und Geralt? Verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine ich hatte auch nicht Sorge. Unbedingt vor, teleportiert ich zu werden. Teleportieren noch nie. Oh. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, genau, den ja. Dings... Also, gut. ...Teileimer, Blob. Ich muss den los. Musst du unbedingt mitnehmen. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma... Der hässlichste Mann der Welt. Warum ist die Stimme auf einmal so leise? War der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche. Zur Hexerfestung Kaer Morhen. Yeah! Home sweet home, würde ich sagen. Kommen wir dann endlich nach Kaer Morhen? Oder werden wir wieder von irgendwas aufgehalten? Eine Woche später. Na, Krähelein? Krämer weg. Wir müssen da durch.
Nanu. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Anscheinend, ja. Oh, guck mal da, Festung. Yay. Da feiern wir gleich mal ein Fest. Wenn der Wind herbläst. Wie sie mir. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, ganz ruhig. Mit einem hatte Jennifer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Ach, das... Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Ach so, reichlich, ja. Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Jennifer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Jen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Was hat sie denn sie gemacht? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Das Bett? Wieso denn? Was hat Jen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen. Nicht, was sie vorhat. Obwohl wir gefragt haben. Habt ihr auch artig gefragt? Sie muss einen guten Grund haben. Vermutlich mehr als einen. Jedenfalls führt sie was im Schilde. Wir sollten ihr wohl aus dem Weg gehen. Schade. Das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Ah, Triss. Ja, ja. Jetzt verstehe ich. Entweder ist es das oder Jen kann Eichenmöbel nicht leiden. Wahrscheinlich eher Triss. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Jennifer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Perfekt, Lambert perfekt. Ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Okay. Finde Eskel, sprich mit Lambert, hilf Jennifer. Ich glaube, ich erst Jennifer und dann die anderen beiden, oder? Plötze, machst du morgen Gymnastik oder was wird das, wenn es fertig ist? Ja, genau. Mal schön auf dem Stepper ein bisschen austoben. So, ich muss natürlich auch mich mal ein bisschen umgucken hier, oder? Da ist abgeschlossen, können wir hier rauf. Das gute Kaer Morhen, da müssen wir uns einmal intensiv umblicken. Oh, da können wir eine Schnur mitnehmen. Wir werden reich.
Boah, gucken Sie gerne die Landschaft hier an. Das schöne Tal, da hinten die Wolken über den Bergen. Das ist schon wirklich schön hier, oder? Also ich finde es schön. Mir gefällt es hier. Könnte ich glatt wohnen. Oh Moment, ich wohne hier ja quasi. Halbwegs. So, wo haben wir denn Yennefer? Hier irgendwo in der Burg? Kommen wir irgendwo rein? Ja, durch das riesige Tor vielleicht. Können wir da in der Truhe was tun? Yep. Alles mit tun, was wir tun können, würde ich sagen. Da ist noch eine Truhe. Oh, sogar irgendwas Rotes. Beringars Notizen. Die Handschrift kommt mir vertraut vor. Die Klinge des Beringar. Die Papiere liegen seit Jahren hier. Das werde ich auf jeden Fall machen. Nicht sofort, sondern später. Ach, ich wollte auch noch gucken. Ich wollte gar nicht I. Ich wollte... Journal. Halt, warte. Ich wollte doch erst I und dann den Beringars... Beringars Notizen. Was steht denn da? Verdammter Metallbrocken. Eine schweißtreibende Woche zwischen Amboss und Blasebalg. Endlich halte ich Thor Herne in Händen. Es strahlt. Und dann zerspringt es beim ersten Übungsschlag in 1000 Splitter. Ich muss die Legierung verdorben haben. Oder ich habe es nach dem Schmieden zu schnell abgekühlt. Schwer zu sagen. Ich muss wohl von vorne anfangen. Aber nicht hier. Wesimir schafft mich noch mit seinen verfluchten weisen Sprüchen. Ich hätte wissen müssen, was ich für ein Fass aufmache, wenn ich ihn um Rat frage. Keine Ahnung, wie Geralt das erträgt, ohne vollends verrückt zu werden. Das frage ich mich auch immer. Ja, ich weiß. Danke. Ja, warum sagst du mir das? Das weiß ich schon alles. Ich wollte ins Quests. Da wollte ich hin. Ich wollte sehen, hier beim Fehlschlag. Auf der Fährte. Sprich mit dem Aufseher. Sprich mit Lambert. Geh nach Farö und such Hammond. Ah, das war das mit Lambert, der... Ah, das habe ich vertan, weil Lambert jetzt hier ist. Deshalb. Aha, aha. Na gut. Sieh mal an. So läuft's manchmal. Er hat an einem Schwert gearbeitet. Und seinen Notizen zufolge nicht an irgendeinem. Nun gut, eine gescheiterte Mission kann ich, glaube ich, sollte mit Wesemir reden. Akzeptieren. Berengar hat ihn ins Vertrauen gezogen. Er könnte wissen, wie weit Berengar gekommen ist. Ja, das können wir alles machen. Ich will erstmal, will ich Yennefer sehen. Und, schauen, wie ich ihr helfen kann, diesen Fluch zu brechen. Das scheint mir doch wichtig zu sein. Und wo ich schon mal hier bin, hier überall diese Truhen noch ausdingsen und gucken, was wir sonst noch so Schönes finden. An diversen Dingen. Oh, eigentlich muss ich mal auf die Karte gucken. Ist ja ein neuer Abschnitt hier eigentlich, ne? Oh, guck mal. Der ist ja gar nicht mal so klein. Hier ist ein See mit Boot. Fragezeichen haben wir auch. Das wird ja schön. Schön, schön. Da können wir uns noch ein bisschen austoben, bevor es weitergeht. Das gefällt mir doch. Aha, was haben wir hier noch? Wer steckt denn hier Saft in einem Beutel? Es ist der Saftkobold. Das ist bestimmt der Saftkobold, wer sonst? Habe ich hier gerade was gesehen? Ne, da ist nur eine Wand. So, wo komme ich dann eigentlich rein jetzt hier in das, in den Turm oder wo immer ich hin soll? Entschuldigung, bestimmt hier die Treppe hoch. Na, da haben wir noch eine Tür. Knarz. Und noch ein Hof. Hier ist ja... Die Burg ist schon riesig. Und dann sind hier 3, 4 Hexer, die hier rumlungern in dieser riesigen Burg. Ist das nicht ein bisschen wenig? Das kommt mir ein bisschen wenig vor. Muss ich einfach mal so salopp raushauen. Das kommt mir alles ein bisschen wenig vor. Aber gut, die machen ja keinen Hexernachwuchs mehr, wie ich das verstanden habe. Rekrutieren nicht mehr. Dann können natürlich auch schlecht noch mehr hier sein. Ah, das ist eigentlich schön hier, so von der Landschaft in den Bergen. Du hörst da mal irgendwas rumkreischen. Der Senf macht Geräusche. Ach ja, ich wollte ja rein und mit Yennefer reden. Ich komme schon wieder hier
vom Weg ab.